vorab, das Skript dieses Videos ist am 1. Februar 2020 geschrieben. Nachgebessert nochmal am 2. Februar 2020. Heißt also, dass dieses Video veraltete Informationen enthalten kann, wenn ihr euch dieses bereits schon Tage oder Wochen später anseht. Allerdings werde ich neue Informationen und Neuigkeiten in der Videobeschreibung oder als angepinnten Kommentar festhalten. Zu den einzelnen Zeitabschnitten verlinke ich die Zeitstempel in der Videobeschreibung. Das heutige Thema: das Coronavirus. Was ist das Coronavirus? Ohne es auf Fachchinesisch auszudrücken, handelt es sich bei dem Coronavirus um eine neue Art der Lungenerkrankung. Fieber, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Atemprobleme wie Kurzatmigkeit und Lungenentzündung sind Symptome, die auf die Infektion mit Corona hinweisen. In der Volksrepublik China werden aktuell über 9000 Erkrankte behandelt. Die Mehrzahl der Erkrankten infizierte sich in Wuhan, der Hauptstadt der zentralchinesischen Provinz Hubei. Weltweit wurden 11.791 Fälle gemeldet, davon sind 259 Menschen verstorben. Fälle in Deutschland: 128 Menschen, darunter 102 deutsche Staatsbürger, werden aus dem chinesischen Wuhan ausgeflogen. Die Personen werden daraufhin 2 Wochen zur Sicherheit in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim in Rheinland-Pfalz untergebracht. Zum Stand des 2. Februar 2020, Uhrzeit 11.31 Uhr, sind unter den 128 Menschen 2 Personen, welche den Coronavirus haben. So bestätigte es der Landrat Germersheim. Besteht Gefahr in Deutschland? Ist Deutschland vorbereitet? Die Bundesrepublik Deutschland ist auf die Aufnahme von Infizierten vorbereitet. Das Netzwerk von Kompetenzzentren und Spezialkliniken in Deutschland sind bestens auf Corona-Fälle vorbereitet. Das Bundesministerium für Gesundheit berichtet, Zitat: Deutschland ist bestmöglich vorbereitet. Wir verfügen über ein sehr gutes Krankheitswarn- und Meldesystem und Pandemiepläne. Außerdem werden in Deutschland regelmäßige Notfallübungen an Flughäfen durchgeführt. Zitat Ende. Einreisende aus China werden in den deutschen Flughäfen überprüft und sie bekommen Informationsmaterial. Dazu schreibt das Bundesministerium für Gesundheit wieder, Zitat: Abhängig von der Risikoeinschätzung für Deutschland werden fortlaufend weitere mögliche Maßnahmen geprüft. Piloten werden verpflichtet, vor der Landung nach Flügen aus China dem Tower über den Gesundheitszustand ihrer Passagiere zu informieren. Zitat Ende. Außerdem werden Reisende aus den betroffenen Gebieten verpflichtet, auf sogenannten Aussteigekarten Angaben zu ihrem gesundheitlichen Zustand zu machen. Auf diesem Formular müssen die Reisenden Angaben zu ihrem Aufenthaltsort der nächsten 30 Tage machen. Durch eine Eilverordnung der Bundesregierung werden Ärzte, Kliniken und Labore ebenfalls dazu verpflichtet, Verdachtsfälle zu melden. Nun kommen wir zu meiner Meinung. So etwas sollte man auf gar keinen Fall runterspielen. Das ist ein Virus, der sich schnell ausbreiten kann und Menschen bereits das Leben gekostet hat. Aber die Panikmache der Medien kann ich nicht nachvollziehen. Es gibt verschiedene Krankheiten schon in der Vergangenheit, zum Beispiel das SARS-Virus und andere Fälle, wobei man Welle gemacht hat, als wird morgen die Welt untergehen. Diese Panikmache ist einfach, aber einfach unnötig. Deutsche Staatsbürger sollten natürlich nicht von der Regierung sitzen gelassen werden. Erst recht nicht in einem Land mit einer fremden Kultur, in einer fremden Sprache, die nicht jeder kann. Ich kann die Bundesregierung mit ihrer Entscheidung verstehen, Bürger in Deutschland unterzubringen. Doch denken wir mal größer, so hätte man auch fachkompetente Menschen nach China schicken können, um diesen Virus nicht auf andere Kontinente zu bringen. Wenn wir eines aus Filmen gelernt haben, dann ist es doch: ein Virus bringt man nicht auf andere Kontinente. Russland verbot einem Flugzeug aus China die Zwischenlandung, was sich Russland nicht böse nehmen wird. Meiner Meinung nach hat Russland dabei recht, wie schon gesagt. Wäre es meine Entscheidung gewesen, so hätte man mit der chinesischen Regierung verhandeln können. Man hätte die Verdachtsfälle in China lassen können und, wie gesagt, fachkompetente Menschen der Medizin und Forschung nach China schicken können, um den Virus nicht zu einer Pandemie werden zu lassen.
Was ist eure Meinung zu dem Thema? Lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Wie immer werde ich alle Kommentare lesen und auch beantworten. Wenn du gerne über verschiedene Themen auf dem Laufenden gehalten werden willst, würde es mich sehr freuen, wenn du mich mit einem Klick auf den Abo-Button unterstützt. Hier links und rechts geht es zu zwei meiner anderen Videos. Somit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal!